Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic. Ja, in den letzten Tagen habe ich versucht, das Spiel wieder zum Laufen zu kriegen und ich habe es geschafft. Wow. War das anstrengend. Die große Karte, gut. Ich gehe jetzt rechts runter. Da geht's dann hoch. So, zum allerersten Fokus. Was ist das denn? Bergmoos? Habe ich noch nicht, also mitnehmen. Das wäre echt lustig, das Spiel wieder zum Laufen zu kriegen. Hui, was ist das? Nachtschatten mitnehmen. Lass mich zufrieden! Nein, nein, nein! Naja. Kann mal passieren. Aber irgendwie gefällt mir die Steuerung im Moment zur Zeit nicht. Ich muss hier alles neu installieren, stimmt ja. Entfernen, 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 so. Vorwärts, rückwärts, links drehen, rechts drehen, Seitenschritt links, Seitenschritt rechts. Kann bleiben, Aktion, ja, kann auch bleiben, kann auch bleiben. Geht auch schon wieder. So. Das passiert mir nicht nochmal. Was ist das denn bitte schon für eine Geschichte? Ich komme nicht mal zum ersten Fokus. Aha, gut. Und wieder von vorne. Ja, ja. Hey, so kann man es natürlich auch machen. Wow. Endlich abhauen hier. Ihr sollt euch um den Bastard kümmern. Was zum... Sag mal, geht's hier noch gut? Nein, hey. Hm.
Ja, ey, haut ihr mir mal ab hier. Was soll denn der Bockmist? Sieg. Gerade frisch gekriegt und schon genommen. Haha. Na, speichern wir lieber mal. Ich bin nur froh, dass ich das Spiel wieder zum Laufen gekriegt habe. Ich glaube, das waren 4. Mit 4 kann ich umgehen. Ja, und die sind ja hier massenhaft weggerannt, Feiglinge. Also wirklich, dass die sich nicht schämen. Was haben die denn hier? Oh Mann. Was ist das denn? Sieht mir irgendwie aus, als hätte ich dagegen keine Chance. Also besser raus hier. Sieht mir irgendwie stark aus. Bloß weg hier. Oh, 57. Ach Gott. Vielleicht sollte ich gehen und mal ein bisschen Mana pumpen, damit ich stärker bin. Ach, dann noch ein bisschen weiter. Ui, wen haben wir denn da? Milton. Sei gegrüßt. Mein Freund Lester aus dem Sumpflager hat mir von deinen großen Taten dort erzählt. Ich bin beeindruckt. Du bist sehr stark geworden. Man tut, was man kann. Ja, ja. Immer bescheiden, was? Was machst du hier? Nicht weit von hier befindet sich ein uraltes Stonehenge, in dessen Mitte der Eingang zu einem unterirdischen Gewölbe liegt. Eine Art Gruft? Ja, sowas in der Richtung. In dieser Gruft gibt es etwas, das ich gerne haben würde. Ich suche nach einem Fokusstein. Er muss irgendwo hier in der Gegend sein. Hört sich fast so an, als ob wir beide etwas am gleichen Ort suchen würden. Warum gehst du nicht in die Gruft und holst dir, was du suchst? Ach, das ist nicht so schnell erzählt. Dafür müsste ich etwas weiter ausholen. Erzähl, ich habe Zeit. Nun gut. Nach der Erschaffung der magischen Barriere, die uns alle hier gefangen hält, hat einer der beteiligten Magier ein magisches Artefakt dort unten versiegelt. Das Artefakt wurde versiegelt. Das Artefakt wurde versiegelt?
Ja, ein mächtiger Bannzauber bewirkt, dass der erste Grabräuber, der sich den Fokus unter den Nagel reißen will, zu einem Dasein als ruheloser Untoter verflucht wird, der fortan diese Gruft vor allen nachfolgenden Grabräubern beschützen soll. Wie kommst du dann an diesem Bannzauber vorbei? Das ist nicht mehr nötig. Vor einigen Jahren war ein Erzbaron, der zum Zeitvertreib Orks jagte, unvorsichtig genug, die Gruft zu betreten. Nun ist er der Wächter über alle Schätze dort unten. Oh, klasse. Ist dieses Artefakt einer der 5 Fokussteine? Genau. Dann kennst du die Geschichte der 5 Fokussteine wohl schon. Jetzt sag bloß, du bist auch hinter diesem Fokus her. Nein, der Fokusstein interessiert mich nicht. Ich suche einen orkischen Talisman. Was hat es mit diesem Talisman auf sich? Ich vermute, sein ehemaliger Besitzer benutzte ihn, um sich wütende Orks vom Hals zu halten. Wenn ich recht habe, kann der Talisman von großem Nutzen sein. Ah ja. Wir sollten die Gruft gemeinsam ausheben. Du bekommst den Talisman und ich den Fokusstein. Einverstanden. Aber da gibt es noch ein kleines Problem. Ein Problem? Ja. Der Wächter da unten in der Gruft. Kann man ihn nicht in handliche Stücke zerlegen? Zumindest nicht so einfach. Er scheint gegen die Wirkung normaler Waffen extrem widerstandsfähig zu sein. Lass mich raten, du hast bereits einen Plan dafür, richtig? Tja, also, einen Plan habe ich schon, aber ich kann ihn nicht alleine durchführen. Lass hören! Lass hören. Ich habe hier eine Spruchrolle, die einen sehr mächtigen Zauber enthält. Der Zauber vernichtet jeden Untoten, der davon getroffen wird. Damit sollte das Ausheben der Gruft ein Kinderspiel werden. Tja, also nicht ganz. Der Wächter hat mittlerweile Gesellschaft bekommen. Wahrscheinlich nachfolgende Grabräuber, die wenig erfolgreich waren. Ich war bereits einmal dort unten und wäre fast getötet worden. Einer alleine kann da nicht viel ausrichten. Gib mir die Spruchrolle und wir heben diese Gräber aus. Ja, toll. Gib mir die Spruchrolle und wir heben diese Gruft gemeinsam aus. Gut, sehr gut. Ich hoffte, du würdest das sagen. Wir haben aber nur diese eine Spruchrolle. Benutze sie für den Wächter. Die anderen Untoten kann man auch im normalen Kampf besiegen. Verstehe. Also, wo geht es zum Stonehenge? Folge mir. Ach, was. Hier sind wir. Der Stollen hier führt direkt in die Gruft. Dann statten wir den Wächter mal einen Besuch ab. Woher habe ich das nur gewusst? Scheiße. Ich war da einmal unten drin und wäre fast nicht mehr lebend rausgekommen. Und jetzt wollen sagen die mir, dass ich da storymäßig hin muss? So ein Schmarrn. Okay, bilden. Unterstützer mit Zaubern. Schätze mal, dieser Untote, da soll der Wächter sein. Ui, 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 ui. Skelette, 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 böse Skelette. Warum kommt ihr alle auf mich? Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Ja, mit dem Grill sie in der Zwischenzeit heile ich mich. Nein, ich auf Milton. Ui, 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 ui.
Na, hier ist ganz schön viel magische Energie zurzeit. Scheiße, ich dachte, ich könnte da hochkommen vielleicht. Ja los, bring sie um, da muss ich nichts machen. Haben wir es geschafft? Tatsache. Ist zwar nicht viel, aber Geld ist Geld, wie es so schön heißt. Ja, wie viel? Ach, das dauert ja noch so. Spruchrollen. Magie. Und Tote vernichten. Ach, scheiße. Falsche Taste gedrückt. Sehr gut. Du hast den Talisman. Hier, nimm ihn. So war unsere Abmachung. Danke, mein Freund. Ich vergesse niemanden, der mir geholfen hat. Du hast was gut bei mir. Ich gehe zurück ins alte Lager. Vielleicht sehen wir uns dort. Ja, da will ich nämlich auch hin. Trank. So. Na, gib her, so. Wo ist der verdammte Foki? Da haben wir ihn ja. Und wieder jede Menge Erz, wenn es noch so weitergeht. Bin ich erzreich. Oh, noch eine verwitterte Axt. Gleich mitnehmen. Aber wenigstens war das mal ein Charakter, der auch nützlich war. So, oi. Wir sind jetzt hier. Wo wäre denn der nächste? Den. Und ja, dann können wir eben kurz beim alten Lager vorbeisehen. Müssen wir da hin? Gut. Den haben wir schon. Da hoch und dann da hoch. Ja gut, das sollte nicht mehr allzu lange dauern. Erstmal zum alten Lager. Ich investiere mal ein bisschen in Magie. Hör 2x5er Upgrades in Magie. Und mal gucken, wie teuer der nächste Kreis ist. Auf jeden Fall muss ich mal was in Magie packen, damit meine Zauber stärker werden. Aber bevor ich es vergesse. So.
hier runter. Zack. Hier haben wir das berühmte Lager. So, mal gucken, ob ich mir eben kurz das Bett ausborgen kann. Ein bisschen schneller fort, Junge. Aber ich schätze mal, bei den Rest der Fokus werden wir hoffentlich auch tatkräftige Unterstützung haben. Oh, was haben wir denn da? Sowas haben wir schon seit Ewigkeit nicht mehr gesehen. Komm her, Mole Rat. Nun ja. Das war simpel. Naja, Diego ist auch nicht da. Gut, dann wissen wir, dass wir den auf jeden Fall auch noch sehen. Oh, stimmt ja, wir sind ja, glaube ich, auch im neuen Kapitel, ne? Das bedeutet dann, dass die Läden einiges an Inventar neu haben müssen. Magie zu Ehren! Ja. 25, ne, da mache ich mehr magische Kraft. Ich benötige mehr magische Kraft. Ich kann dir helfen, deine Kraft zu steigern. Wie du sie nutzt, liegt nur an dir. Zwei Punkte rein. Eins. Zwei. So, das war's dann wieder. Oh oh. Jetzt habe ich gerade einen Punkt investiert. Nee, dann muss ich das jetzt um. Ich benötige mehr magische Kraft. Eins. Ich kann dir helfen, deine Kraft zu steigern. Wie du sie nutzt, liegt nur an dir. Zwei, drei, vier, fünf und sechs. Ach, das wollte ich jetzt gar nicht so. Jetzt haben wir ganz genau 5 Lernpunkte. Magie, dritter Kreis. Gucken wir mal, ob wir hier irgendwo einen vernünftigen Zauber uns mal wieder kaufen können. Was mit dem Magie hier zu Ehren! Ach, du hast gar nichts für mich. Schäm dich. Schäm dich einfach nur. Magie zu Ehren! Du hast auch nichts zu melden.
immer da. Oh. Ich will wissen, was in dieser Truhe drin ist. Oh, endlich. Wahre Macht. Ja. Wahre Macht. Okay. Eins, zwei, drei, vier. So. Ja. 1, 2, 1, 2. Ach so, 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 1. Ach. Endlich so. Grab der Götter. Oh, ich hasse dieses. So, ein bisschen mehr magische Kraft haben wir. Lass uns lieber über was anderes reden. Schon sein. Hallo, Freund. Ich könnte ein paar Sachen gebrauchen. Ich könnte dir ein paar Sachen verkaufen. Okay, was haben wir hier Nettes? Siegbringer, Hassbringer, Furchtbringer, Gerichtsschwert. Oh, ich brauche ein paar Dietriche, ganz dringend. Ja, 10 reichen. So, genau. So, gut. Das wäre erledigt. Hallo. Verkaufst du Waffen und Rüstungen? Um die Waffen kümmert sich Skip. Ich verteile nur die Rüstungen. Was für Rüstungen hast du denn da? Nur Rüstungen für Gardisten. Und du bist keiner. Also wirst du dir deine Rüstung woanders besorgen müssen. Du Arsch! Nenn mich nicht du Arsch, sonst grill ich dir den Arsch. Oh, 8000, so haben wir die nächsten. So, was haben wir denn jetzt hier? Magie. Cool, ich frag mich, wie stark jetzt der Zauberspruch ist. Gehen wir in unser Hüttchen nochmal, kurz schlafen. Und dann gehen wir aufs nächste Abenteuer. Den nächsten Fokus suchen. Bis zum nächsten Morgen. So. Nochmal zwischenspeichern. Ich steig euch aufs Dach.
So. Genau, ja, jetzt. So, jetzt hier gen Süden. Okay, das heißt hier lang. Das heißt, wir müssen auch wieder zum Orkfriedhof. Ach du Schande. Ah ne, hier lang geht's, glaube ich. Mal ganz kurz gucken. Genau, hier hoch. Hoffentlich treffe ich da nichts, was mich One-Hit killen kann. Muss ich da durch? Hey, was ist das denn jetzt? Boah, bloß weg hier. Gehen wir hier hoch. Und Orks, das war ja klar. Und genau da lang muss ich sogar. Oder? Muss ich leider lang. Mal gucken, wie stark ich geworden bin. Naja, völlig klar. Oh Gott, hier ist jetzt alles hinter mir her. Lass mich einfach nur zufrieden, bitte. Von hier aus könnte ich die gut bombardieren. Bringt euch selber um, ja. Das ist also die richtige Einstellung. Begeht einfach nur Selbstmord. Gehen wir erstmal hier lang.
Hui. Das sieht richtig aus. Wow. Hallo, geht's noch? Was soll denn das? Was sollte das denn? Renn um die Ecke und treff das allererste, was ich sehe, ist ein Ork. Also. Ja, da hinten haben wir es. Nein, oh, nicht schon wieder einer. Schade. Die Ruine untersuche ich nach. Kann ich auch jetzt eben schnell machen. Ist ja nicht so große Ruine jetzt. Sehr langweilige Ruinen bisher. Yep, sehr langweilige Ruinen. Höre ich das ja nicht, Rache? Oh oh. Nein, der ist immer noch hinter mir. Jetzt ja, kein Fehler hier. Dann erledigen wir den letzten Blutshund, aber vorher. Hui, hui, hui.
Nicht, dass wir hier ins offene Messer rennen. Eine Ruine, die ständig Rache schreit, auch sehr nett. Hey, hey, hey. Wo ist die andere Leiche hin? Na toll, schon wieder weg. Also die Gebiete sind nicht hier irgendwie ganz seltsam aufgeteilt. Ich höre da schon wieder was. Da unten sind saustarke Orks und hier oben haben wir es nur mit diesen Bluthunden zu tun. Was ist das denn bitte schön für eine Level, Gebietsaufteilung für Level? Na gucken, was haben wir denn hier unten? Oh. Eine Spruchrolle. Eine Kiste. Ein Ohrkammer und ein Trank. Zu schade, kein Bett. War doch gut, dass ich meine Magie aufgetunt habe. Juhu, eine Burg. Sehr gut. Oh Mann. Was zur Hölle ist das? Na los, Brückengolem, dich grill ich. Ja, das hat irgendwie gar nichts gebracht. Aber für sowas habe ich meinen Götterhammer dabei. Ich sag doch, dieses Ding wird uns richtig nützlich sein. Besonders bei Golems. So, was haben wir denn hier alles? Kurz mal nachgucken. Oh Mann. So. Lester. Hey, was machst du denn hier?
Ich bin im Auftrag der Wassermagier unterwegs. Ich suche magische Artefakte, sogenannte Fokussteine. Du bist auf der Suche nach den Fokussteinen? Das ist verdammt mutig. Saturas und die anderen Magier aus dem neuen Lager wollen damit die Barriere sprengen, die uns alle gefangen hält. Das glaube ich erst, wenn ich es gesehen habe. Das geht mir ähnlich. Aber erzähl, was führt dich her? Ich wäge gerade ab, ob es sich lohnt, der Festung einen Besuch abzustatten. Es gibt nämlich eine alte Urkunde, die ich gerne in meiner Tasche hätte. Andererseits ist es nicht ganz ungefährlich, dort hineinzugehen. Das würde ich auch gerne wissen. Wie bist du eigentlich an den wandelnden Steinhaufen vorbeigekommen? Ich habe einiges von den Gurus gelernt. Vor allem ihre Magie erweist sich immer wieder als sehr hilfreich. Was ist das für eine Urkunde, die du suchst? In dieser Bergfestung lebte vor vielen Jahren der Lehnsherr dieses Landstriches. Ihm unterstanden das Land und die Minen. Er hatte natürlich, wie jeder Adelige, eine Urkunde über den Besitz. Und die werde ich mir holen. Aber solange die Barriere uns gefangen hält, nützt sie dir gar nichts. Das stimmt. Aber wenn die Wassermagier es doch schaffen, die Barriere zu zerstören, dann könnte die Urkunde wieder einiges wert sein. Wir könnten die Festung gemeinsam erkunden. Ein guter Vorschlag. Geh du voraus. Ich bleibe in deiner Nähe. Oh, das war ja wieder klar. Warte mal, was war das denn jetzt nochmal hier? So, wir haben jetzt also Lester. Na, hoffentlich kämpft er auch so gut wie Milton. Ach Gott. Ja, muss mich irgendwo verkühlt haben. So, das dürfte reichen. So, speichern. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Gothic.